Tag 8 des Nürnberger Trainingslagers in Natz in Südtirol. Und wir haben in dieser Woche wirklich viele Spieler schon interviewt. Und dann macht man sich natürlich seine Gedanken, wen könnte man noch fragen. Und eigentlich ist mir auch wirklich keiner großartig mehr eingefallen. Und Samstag? Na, könnte besser sein. Selbst. Ja, es ist. Es gibt Spieler, die haben nichts zu sagen. Und das weißt du als Journalist dann auch. Und dann, wir haben ja auch schon mal während der Woche mal ein Interview geführt und dann sitzt man zusammen, trinkt Kaffee und es kommt wenig. Richtig, richtig wenig. Guckt sich da in die Augen und denkt sich, was sitzt da für ein Idiot gegenüber bei mir? Die Menschen gibt es auch unter uns, ja. Ich versuche halt Fragen zu stellen, aber dass man bei manchen Fußballern nicht in die Tiefe gehen kann, weil auch, ja, ich spreche es ganz offen an, der Intellekt auch ein bisschen fehlt, Zusammenhänge zu sehen und auch mal journalistische Fragen zu beantworten. Liegt das An was liegt das? Fehlende schulische Ausbildung oder allgemein schlechte Allgemeinbildung? Danke fürs Kompliment erstmal. Ich glaube, das kriege ich. In der Schule was? Ja, dass mein Intellekt wirklich im Vorschulalter verloren gegangen ist. Aber immerhin, du warst in der Grundschule. Also das können wir auf jeden Fall festhalten. Das ist ja auch schon mal eine Exklusivmeldung für morgen. So ist es, genau. Habe es bis zur 3. Klasse geschafft. Dann haben meine Eltern gemeint, es wäre wohl besser, wenn ich was anderes mache. Und das mache ich bis heute. Ich bin nebentätig Friseur. Und, gefällt mir. Fußballer, das macht man halt dann, weil man noch Zeit hat. Das Montags. Mit denen, Montags. Na gut. Ab und zu kriege ich da ein paar Einladungen per Mail, gucke ich halt vorbei. Versuche das so gering wie möglich zu halten, da mit den Dachblatt da zu trainieren. Kannst du vergessen. Der größte Vorteil ist ja, dass ihr zwei warme Mahlzeiten bekommt. Ihr bekommt Frühstück. Du hast im Zimmer auch mal eine Heizung, das ist wahrscheinlich bei dir zu Hause auch selten der Fall. Freut man sich dann auch auf mal ein Trainingslager, weil man eben dann auch nicht immer ab und zu ja unter der Brücke schläft oder so? Im Gegenteil, irgendwie diese warme Mahlzeiten, das ist was Schlechtes, wirklich, wirklich lange nicht mehr gehabt. Bin froh, wenn ich zu Hause wieder mein täglich Brot kriege. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich tatsächlich rausschneiden, wenn das euer Mannschaftshotel hört. Also, nein, fühle mich einfach nicht so wertgeschätzt bei den Jungs. Wird Zeit, dass ich wieder nach Hause fahren kann, alleine auf meinem Fahrrad hier mit dem E-Bike. Bin ich in 2 Stunden wieder daheim, nicht so wie der Lemmy im Bus. Brauche wieder 7 Stunden, fährt natürlich wieder über Mailand, klar. Ja, normalerweise führt man dann solche Gespräche noch ein bisschen länger, aber wenn man nichts mehr einfällt und... Ja, kommt nichts rüber, Trainer. Mal ganz kurz mal rüberfahren auf den Trainer, der wieder ohne Helm gerade unterwegs ist. Ja, aber es gibt Spieler, die haben nichts zu sagen, wir haben es gerade festgestellt. Ja, ist wenig. Offiziell verhängt der Marco. Ach so, okay. Also bewusst dann auch von ihr. Okay. Aber gut, man hat Bauer verpflichtet. Das macht vielen Clubfans natürlich auch Hoffnung, dass wir dich nicht mehr so oft sehen müssen im Clubtrikot. Dann auch wieder mehr Zeit für einen Friseur. Also eigentlich alles eine Win-Win-Situation für den Club. Perfekt gelaufen. Hab da auch mit der Führungsetage geredet. Ja. Genauso war es abgesprochen. Ich kann mich da jetzt still und leise zurückziehen. Freue mich auf die kommenden Aufgaben außerhalb der Mannschaft des Vereins. Und bei Club TV bist du auch zurückgetreten. So ist es. Deswegen ziehe ich mich da in mein Schneckenhaus zurück und hoffe, dass ich keinen von euch Chaoten jemals wiedersehe. Ist das auch eine Überraschung, die du angekündigt hast gestern? Also ist die Überraschung, dass du heute auch deinen Rücktritt erklärst? Nein, ich glaube... Also nichts Positives? Nein, absolut, absolut negativ, was heute ankommt. Ich hoffe, die Fans schnallen sich da an, weil irgendwo hat der Spaß auf, ja. Jo, das war, muss auch mal sein, ein Interview mit wirklich wenig Tiefgang und Inhalt, aber... Auch so solltet ihr die Clubspieler im Trainingslager mal kennenlernen. Das war Frank Leibold, Tim Leibold und naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Resttrainingslager und alles Gute dann als Friseur und für euch, naja.